Wenn wir den Beitrag, der für Fürsorge und Bildung in Haushalten geleistet wird für die Volkswirtschaft, würde man den in das Bruttoinlandsprodukt mit einbeziehen, wären das 30 bis 50% vom Bruttoinlandsprodukt. Obwohl sie geleistet werden und gäbe es das nicht, könnte Volkswirtschaft gar nicht funktionieren. Ich freue mich sehr, euch einen kleinen Einblick zu Ryan Eislers Arbeit und was das Ganze auch mit dem Beta-Kodex zu tun hat, näher zu bringen. Und werde natürlich dem Lebenswerk von Ryan Eisler hier nicht gerecht, aber ich hoffe, ich mache euch neugierig, dass ihr euch damit weiter beschäftigen wollt. Der Titel für heute heißt Demokratie Unternehmen. Und genau, Demokratia heißt das auf Ukrainisch. Und wie wir alle mitbekommen, sind wir wieder mal sehr gefordert, uns um Demokratie zu kümmern und um die weitere Entwicklung und Stärkung und schwächende Einflüsse. Und das gilt natürlich für eine Gesellschaft und für uns als Land, für uns als EU, für uns als Teil der Welt. Und natürlich spielt das auch eine Relevanz in Unternehmen. Und diesen Zusammenhang möchte ich euch heute gerne ein bisschen näher bringen. Prinzipiell geht es auch in der Arbeit von Ryan Eisler darum, dass sie Grundmuster aufgedeckt hat, die es in Gesellschaften gibt. Und diese Grundmuster finden wir auch in Organisationen wieder. Und es ist wesentlich, dass wir eben diese Grundmuster erkennen und verstehen und auch wissen, wie werden diese Grundmuster von uns Menschen erzeugt und wie können wir sie auch ändern, weil das ist ja das Schöne, dass es Alternativen gibt und wir hier auch Systeme gestalten können. Ich habe mich jetzt im Vorfeld kurz auch mit dem Begriff oder mit so ein paar Zahlen zum Thema Demokratie auseinandergesetzt. Und wenn man zum Beispiel in den Demokratieindex reinschaut, dann sieht man, dass weltweit Demokratien leicht am Rückgang sind, beziehungsweise unter Druck sind. Und deswegen ist unser Handlungsbedarf und unser Bewusstsein auch, was wir dazu beitragen können, umso mehr gefragt. Zum Beispiel gab es 2020 49,4% der 167 Länder haben Demokratien als Staatsform und 2021 sind es nur mehr 45,7% an Ländern. In vollständiger Demokratie nach dem Index beschrieben waren 2020 nur 6,4% der Nationen in vollständigen Demokratien, 6,8 2020 und 6,4 2021, also auch hier ein Rückgang. Spitzenreiter nach wie vor, sagt man, Norwegen, Neuseeland, Schweden, Finnland, Island, Dänemark. Deutschland ist auf Platz 14, Spanien, Großbritannien ist herabgesunken, Österreich ist mittlerweile auf Platz 18 und es gab den Demokratie-Monitor vom Sora-Institut, der vor kurzem veröffentlicht wurde, vom letzten Jahr, wo ihm auch klar ist, die Tendenz ist, dass in allen Bevölkerungsschichten Demokratie bzw. das politische System hier ein starker Vertrauensverlust stattgefunden hat. Das heißt, Demokratie ist kein fertiger Zustand. Wir sind immer auch aufgefordert, uns darum zu bemühen und etwas zu tun. Man kann quasi Demokratie nicht konsumieren als etwas Fertiges, das man hat. Also wir haben keinen Anspruch auf Demokratie, sondern müssen immer schauen, wie wir auch Demokratie hier stärken. Und schönerweise, also zum Demokratie-Monitor zurückzukommen, 75% der befragten Bevölkerung sieht Demokratie noch immer als die erstrebenswerteste, beste Staatsform und Regierungsform an. Und ja, es ist viel zu tun, sage ich mal. Es gibt auch in diesem Ranking vom Demokratieindex sozusagen die Schlusslichter, die autokratischen Regime wie Kongo, Nordkorea, Belarus, Afghanistan, China, Russland. Also auch hier gibt es leider viele Länder, die man nennen kann. Jetzt kann man sagen, sozusagen weltweit unter 50% der Länder haben Demokratie, Tendenz aber sinkend. Wir haben einen Krieg in der Ukraine. Wir kriegen gerade selber mit, wie sozusagen auch wir als Europäische Union gefordert sind, hier unsere demokratischen Kräfte zu mobilisieren, um hier einfach auch gegen dieses
Muster, das den Krieg auch verursacht, aufzutreten. Und von diesem großen Gedanken der Welt komme ich mit euch immer langsamer auch in die Welt der Organisationen und wo wir auch hier gefordert sind, Muster zu erkennen, die eher autokratischen Logiken folgen und Muster zu stärken, die partnerschaftliche, gemeinsame Muster stärken und somit auch Demokratien. Die Frage ist immer, geht das überhaupt Unternehmen was an? Natürlich, selbstverständlich. Unternehmen sind Teil der Gesellschaft. In Unternehmen trifft sich auch Gesellschaft. Somit ist das ein Ort, eine soziale Veranstaltung, die hier stattfindet und die natürlich sehr prägend auf uns Menschen wirkt. Deswegen ist unsere bürgerliche Verantwortung nicht eine, die dann aufhört vor Organisationen, und Unternehmen sind auch gefordert, diese bürgerliche Verantwortung in Organisationen zu stärken und die nicht abzuerkennen durch Praktiken, die es leider durchaus noch immer sehr verbreitet gibt. Es geht um Freiheit, Selbstbestimmung und das Stärken des Gemeinwohls in der Organisation und auch außerhalb. Und es geht darum, in ein gemeinsames Wertschöpfen und ein Potenzial entwickeln als Menschen zu kommen und somit einfach auch einen Beitrag zu leisten, der in Unternehmen auch sehr gefordert ist. Ja, wie bin ich zu Ryan Eisler gekommen? Ich habe vor 2 Jahren ein Poster, das sieht man da im Hintergrund auch, das gelb-weiße Poster, kreiert mit Zitaten von 27 Meisterinnen weltweit, die einen Beitrag leisten durch ihre Arbeit für eine gesunde Wirtschaft und für eine gesunde Gesellschaft. Und bin da auch auf die Arbeit von der Ryan Eisler gestoßen und seitdem auch mit ihr im regen Kontakt und in einem sehr schönen Austausch, weil mich gerade ihre Forschungsarbeiten sehr beeindruckt haben und auch sehr gut zum Beta-Kodex und zu meiner Arbeit als Organisationsentwicklerin passen. Ryan Eisler, kurz zu ihrer Biografie, wurde 1931 in Wien geboren, im zweiten Bezirk in der Nähe von dem IBM Austria Center, das zurzeit dort steht. Also das war sozusagen ihre Heimat, ihr Heimatort, ihr Geburtsort, und musste dann im Alter von 8 Jahren vor den Nazis fliehen. Sie und ihre Eltern haben es gerade noch auf eines der letzten Schiffe nach Kuba geschafft. Die meisten ihrer Verwandten fielen im Holocaust zum Opfer, wurden ermordet vom Nazi-Regime. Und sie hat dann in den Slums in Havanna, hat sie dann gelebt, und dann sind sie in die USA emigriert. Und sie ist Kunsthistorikerin, Soziologin, Juristin, hat sozusagen mehrere Studien, ist Autorin von zahlreichen großartigen Büchern. Ihr erstes Buch Kelch und Schwert wurde in 26 Sprachen übersetzt. Und sie hat sich immer der Grundfrage gewidmet: Warum entsteht überhaupt Krieg und Armut und Zerstörung und dieses Ungleichgewicht? Wie kommt es dazu und was ist die Alternative? Also was ist die Alternative für ein Leben in diesem grauenhaften, vernichtenden Krieg, den sie einfach auch erlebt hat und der auch uns alle jetzt ja wieder sehr, sehr berührt und betrifft? Und diese Grundfrage hat sie geleitet, und sie kam ihm da zu sehr viel wichtigen Erkenntnissen. Und da bringe ich jetzt kurz ein Flipchart, weil das ist sozusagen hilfreich, vor allem für mich, damit ich den roten Faden nicht verliere. Sie kam dann auf die Grundmuster, die passen sozusagen auch in die beiden Grundmuster, um die es heute geht. Es gibt Demokratie und es gibt Nicht-Demokratie. Das sind zwei Grundmuster, denen wir auch ausgesetzt sind und die auch wichtig sind, dass wir sie unterscheiden können. Und Ryan Eisler hat in ihren Forschungen herausgefunden, es gibt Dominanzsysteme. Sie hat eben weltweite transnationale Studien gemacht, vernetzt auch, und hat eben dieses Muster des Dominanzsystems und des Partnerschaftssystems herausgearbeitet. Es gibt Gesellschaften, die nach dem Dominanzsystem funktionieren, die quasi auch immer in nicht demokratische Muster einzahlen. Und dann gibt es eben die Alternative, zu der komme ich gleich. Diese Muster erkennt man, oder die Grundlagen, damit diese Dominanzsysteme auch existieren können, sind: Es gibt sehr hierarchisch autoritäre Strukturen in der gesamten Gesellschaft. Es gibt eine Ungleichheit der Geschlechter. Es gibt Gewalt, die wird jetzt auch sozusagen auch in der Sprache als
oder in den Narrativen verwendet. Gewalt und Angst ist etwas, das sozusagen hier auch prägend ist in der Organisation oder auch in der Gesellschaft. Es gibt auch künstlich generierte Bedürfnisse und Wünsche. Also der künstlich erzeugte Mangel, diese Angst vor Verlust ist eine sehr, sehr starke Ausprägung, die in dieses Dominanzsystem einzahlt. Und es fehlen eben Investitionen in die menschlichen Grundbedürfnisse, in die Fürsorge, in die Bildung, in das Miteinander, Füreinander von klein auf, beginnend in der Familie. Es findet eine Ausbeutung der Natur statt. Also Natur ist etwas, das man nutzen und benutzen und ausbeuten kann, aber nicht auf etwas, auf das man schauen muss. Es geht um Belohnungs- und Bestrafungsmechanismen, die in diesen Gesellschaftsformen herrschen, die auch immer in eine Unterordnung von Frauen und somit auch in diese Dominanzsystematik einzahlen. Das sind nur ein paar Hinweise, damit man so ein bisschen ein Gespür kriegt, was heißt ein Dominanzsystem, was ist damit gemeint. Und sie hat eben auch hier Gesellschaften untersucht, die sehr ausgeprägt dieses Muster bedienen. Und durch dieses Muster kommt es auch immer zu einem Ungleichgewicht und einem, sage ich jetzt mal, unwirtschaftlichen Verständnis, weil es dann immer auch mit einer Ausbeutung und Kosten auf, also Erfolgskosten auf andere. Demgegenüber stellt sie das Partnerschaftssystem, also Nationen, Gesellschaften, die sich auf ein sehr demokratisches, egalitäres Miteinander ausrichten, die einen Fokus auf eine familienfreundliche Politik, einen hohen Status der Frau und die Lebensqualität der Frau als etwas grundlegend Wesentliches anerkennen und fördern in Gesellschaften, weil eben auch das ein starker Hebel ist. Wenn Frauen einen hohen Status, eine hohe Lebensqualität haben, kann man direkt ableiten, dass es der gesamten Gesellschaft gut geht. Das heißt, es geht um eine Gleichrangigkeit, um eine Partnerschaftlichkeit. Es werden auch Narrative, Glaubenssätze verwendet und genutzt, um in diese Partnerschaftlichkeit, dieses fürsorgliche, empathische Miteinander füreinander einzuzahlen. Es geht darum, eine gesunde Marktwirtschaft aufzubauen und zu pflegen und Wirtschaft ganzheitlicher zu denken im Sinne aller. Also das sind sozusagen ein paar der Essenzen, die hier das Partnerschaftssystem befördern und unterstützen. Aus dem heraus hat sie eben auch das Modell der Caring Economy entwickelt. Sie hat sich eben auch angeschaut, die Ryan Eisler, einerseits Kapitalismus, Sozialismus, was ist der historische Kontext, aus dem heraus diese beiden Wirtschaftstheorien entstanden sind, aus welcher Logik heraus wurde dann aber auch wurden Adam Smiths Schriften interpretiert und gelesen und teilweise eben auch fehlinterpretiert mit sozusagen, man könnte sagen, großen Folgen für die Wirtschaft oder für die Welt und hat eben aufgezeigt auch, dass diese beiden, sag jetzt mal, Grundwirtschaftstheorien einerseits Fehlinterpretationen ausgeliefert waren und auch Lücken ausgeliefert sind nach wie vor, denn eine Caring Economy, eine ganzheitliche Wirtschaftstheorie muss unbedingt den Beitrag der Familie von Kindheit an im Auge behalten und fördern. Also es ist sozusagen eine Wirtschaftspolitik ohne einer starken, gesunden Familienpolitik ist keine Wirtschaftspolitik im ganzheitlichen Sinne, im Sinne der Caring Economy. Sozusagen die Investition in Fürsorge, in Bildung von klein auf ist grundlegend, ist ein Wirtschaftsfeld, das sozusagen auch Teil in der Wirtschaft und von der Wirtschaft, also als Wirtschaft mitgedacht werden muss. Dass es wichtig ist, auch den Non-Profit-Bereich zu beleuchten, sagen, was heißt Gemeinwesenarbeit, das wird hier beigetragen, damit Wirtschaft, damit Volkswirtschaft überhaupt funktioniert, damit eine gesunde Wirtschaft auch sich etablieren kann und keine ausbeutende Wirtschaft oder keine Wirtschaft, die eben die Natur zerstört. Also der dritte Teil, den sie auch kritisiert, das dritte Feld, das sozusagen in den Wirtschaftstheorien fehlt, ist eben auch die Ressourcenwirtschaft, die hier einen Teil dieser Caring Economy prägt oder bildet, weil wir in der Welt leben und die Ressourcen sind begrenzt und müssen damit so umgehen, dass wir sozusagen die Welt, in der wir leben, sozusagen nicht ausbeuten, sondern eben sehr sorgsam damit umgehen. Ja, es wird auch im Buch, das Environment wird übersetzt in Mitwelt und nicht Umwelt. Also sozusagen, wir leben mit der Welt und nicht, sie lebt nicht um uns herum und wir können uns bedienen. Dazu nur ein paar Zahlen, die
wahrscheinlich sogar auch hoffentlich bekannt sind schon, aber dass zum Beispiel, wenn wir den Beitrag, der für Fürsorge und Bildung in Haushalten geleistet wird für die Volkswirtschaft, würde man den in das Bruttoinlandsprodukt mit einbeziehen, wären das 30 bis 50% vom Bruttoinlandsprodukt. Ich habe vor kurzem im Radio gehört, der Wirtschaft geht's, die Wirtschaft erholt sich, weil das Wirtschaftswachstum nimmt zu. Finde ich sozusagen immer auch zu knapp oder zu kurz bemessen, weil das Wirtschaftswachstum, wie wird das berechnet und ist Wachstum immer etwas, das der Wirtschaft gut geht oder welche Zahlen sind noch im Bruttoinlandsprodukt inbegriffen, die, oder welche Zahlen fehlen, die eigentlich eine gesunde, starke Volkswirtschaft braucht. Und da wäre zum Beispiel dieser 30 bis 50%, die einfach fehlen. Obwohl sie geleistet werden und gäbe es das nicht, könnte Volkswirtschaft gar nicht funktionieren. Oder eben, dass der nicht erfasste Wert der, sie nennt auch unsichtbaren Wirtschaft, der Wirtschaft, die nicht im Bruttoinlandsprodukt einfließt, weltweit 10,8 Billionen Dollar geschätzt werden. Also wir reden hier von wirklich hohem Wert für eine Gesellschaft und für eine Wirtschaft, dem sie ein großes Augenmerk gibt, der sozusagen essentiell ist. Und sie sagt so schön, es gibt, also so schön leider, sagt sie, es gibt immer Geld für Waffen, aber immer zu wenig Geld für Bildung, für Fürsorge, für Pflege. Und hier liegt schon auch an der Gesellschaft und an den politisch Verantwortlichen, einen anderen Parameter einfach auch in den Fokus zu nehmen. Ja, was hat es jetzt mit dem Beta-Kodex zu tun, könnte man sich fragen. Auch in Organisationen gibt es zwei prägende Muster, zwei Muster, die einen Unterschied machen, die einer unterschiedlichen Logik folgen. Und die eine Logik in Organisationen ist das Alpha-Muster, ist das top-down gemanagte, pyramidal gedachte Muster, das vor demokratischen Logiken folgt, wo es eine Unter- und Überordnung gibt, wo Führungsarbeit an Führungskräften gekoppelt sind, wo es Einzelleistung, Belohnung und Bestrafung gibt, wo eben dieses zentral gesteuerte dominiert und somit auch ein Muster, das einzahlt in nicht demokratische Stärkung. Ja. Und demgegenüber das Muster, das wir alle kennen oder gerade kennenlernen, ist eben der Beta-Kodex oder das Beta-Muster. Das Muster, das sozusagen das Miteinander füreinander, die Teamleistung als kleinste Leistungseinheit in den Fokus stellt, das demokratisch marktwirtschaftliche ausgerichtet sein als Organisation statt top-down gedacht, von außen nach innen designt, wo es stark darum geht, Vereinbarungen zwischen Teams aufzubauen, in einem sehr partnerschaftlichen, gleichrangigen Miteinander Arbeit zu gestalten, wo es um gemeinsames Wertschöpfen geht, wo es geht um Teilhabe statt Anreizung, wo es darum geht, eben gemeinsam Business zu machen im Sinne aller, also im positiven Wirkungskreis aller Anspruchsgruppen, wie es im Beta-Kodex heißt, wo eben die Gleichrangigkeit und das humanistische Menschenbild prägend ist, hier auch in der Organisation sichtbar und lebbar zu machen und zu nutzen. Also hier sozusagen auch ein Muster, das es in Organisationen gibt und das Organisationen auch brauchen, um demokratiestarke Orte zu werden und demokratiestärkend zu agieren. Ryan Eisler hat sozusagen vier Felder skizziert, in denen man wirksam sein kann. Wie kommt man jetzt von einem Dominanzsystem in ein Partnerschaftssystem, ohne dass ich sozusagen das vereinfachen will? Ja, und sagen, na, es gibt noch vier Felder, schauen wir uns die anderen Hammers, weil es schon sehr auch was Komplexes ist, aber nur, dass man eine Ahnung hat, um was bietet die Alternative an und wie kommt man auch dorthin. Und sie sagt eben, es geht darum, eben die Beziehung in der Familie und Familienpolitik so zu gestalten, dass Kinder von klein auf auch gesund in einem gesunden partnerschaftlichen Umfeld aufwachsen können. Es geht darum, so Gender Relations auch, also wie man die Beziehungen, ein gleichrangiges Gleichstellen der Beziehungen ermöglicht, ja, sozusagen keine aus dieser Unter- und Überordnung kommt, wie man wirtschaftliche Beziehungen in gesunden Wirtschaften gestaltet, also dieses Modell der Caring Economy und sich auch um Sprache kümmert. Welche Sprache nutzen wir, welche Narrative, welche Glaubenssätze nutzen wir und befördern wir auch, damit eben Demokratie und Partnerschaftssysteme sich etablieren können. Das Gleiche in Unternehmen, gibt es Alternativen? Unternehmen sind von Menschen gemacht, Gesellschaften sind von Menschen gemacht. Wir können quasi Gesellschaften ändern, Gott sei Dank. Wir haben es in der Hand, wir können es machen. Und beim Beta-Kodex oder beim Beta-Unternehmen geht es eben darum,
Es gibt die 12 Gesetze des Beta-Kodex, die beschreiben, was für Grundgesetze brauchen Unternehmen, um in diesen Beta-Zustand, in diesen lebendigen Zustand zu kommen, in diesen, nach welchen Gesetzen muss eine Organisation auch folgen, damit sie wirklich dieses gemeinsame Wertschöpfen stärkt und schafft und alle anderen Muster, die Alpha-Muster sozusagen hier auch keinen Platz mehr bekommen, sondern eben in diese partnerschaftliche Demokratiestärkung gehen können. Die Gleichrangigkeit, die in, also wenn man das Zellstrukturdesign hier anschaut, die Gleichrangigkeit auch in den Unternehmen erzeugt durch ein anderes Organisationsdesign, nämlich von außen nach innen und nicht von oben nach unten gedacht, wie die demokratisch-marktwirtschaftliche Ausrichtung, dass man weggeht von Vorgaben und Zielvorgaben hin zu relativen Zielen, die auch im Beta-Kodex beschrieben sind. Und eben auch die Macht der Sprache nutzt. Welche Sprache brauchen wir in Organisationen, um dieses Beta in Organisationen möglich zu machen? Ja, das heißt, Beta-Zustand in Organisationen, das Partnerschaftssystem in Gesellschaften zahlt in Demokratie ein. Und somit liegt es an uns allen, sich hier einfach auch bewusst zu werden, welche Muster es gibt. Und da bietet Ryan Eisler großartige Arbeit an und großartige Literatur. Vielen Dank.